So, Steuerung F, Zerfickung, Lego. Wenn ich jetzt ein Pasch würfe, dann ist offiziell Sonntag 18 Uhr, okay? Sonntag 18 Uhr, ein neues Video mit eurem Girl. Saschka! Im Herzen wisst ihr, dass ich immer pünktlich bin. Und deswegen starten wir doch auch direkt ins Video rein. Unpünktlichkeit auf jeden Fall Green Flag. Denn diese Woche war einiges los. Auf YouTube gab es, ja, eine Beerdigung. Denn diese Woche, beziehungsweise schon letzte Woche, gab es ein großes... Steuerung F, Riese. Drama auf YouTube, so kann man das eigentlich nennen. Aus meiner Sicht hat Steuerung F mit verschiedenen Aktionen, die wir in diesem Video sehen werden, dem Vertrauen von einigen Menschen in die öffentlich-rechtliche... Ich weiß es nicht, wie gut es aufgearbeitet wird in dem Video, aber im Endeffekt war es so, Steuerung F hat angefragt bei Rezo wegen irgendwelchen Fragen zu irgendeiner Marke oder so. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber die wollten auf jeden Fall irgendwas wissen von ihm und haben dann so die Interviewfragen richtig kacke gestellt. Die haben ihm so ein komisches Zeitfenster gegeben von einer Stunde oder sowas und das war richtig weird und dann haben die sich nochmal rausgelabert, dann hat er die nochmal zerstört und geisteskrank. ...richtigen Medien geschadet. Und ich habe nicht mal alle... Im Ernst weiß keiner, um was es geht, sorry. ...sondern nur die relevantesten Punkte in dieses Video aufgenommen. Deswegen, schnallt euch an, let's go. Hierbei hat er auf ihre Fehler hingewiesen, warum es nicht in Ordnung war, wie sie ihn dargestellt haben. Und aufgezeigt, dass hinter den Kulissen von Steuerung F einiges schiefgelaufen ist. Aber mir persönlich geht es in die... Steuerung F ist von den Öffentlich-Rechtlichen, also von unseren Öffentlich-Rechtlichen, finanzierter YouTube-Kanal, der Reportagen macht. Ja, so ein bisschen anstrengend. Anstrengende Reportagen. In diesem Video nicht darum, nochmal zu wiederholen, was Rezo gesagt hat oder was die einzelnen Punkte waren, sondern mir geht es darum, das Ganze im Allgemeinen zu betrachten. Beispielsweise, warum denn erst auf Kritik reagiert wird, wenn sich größere YouTuber dahinter stellen und das Ganze in einem Video aufarbeiten. Welchen Punkt ich auch gerne ansprechen würde, ist, wie denn die eigentliche Kritik verloren geht. Denn hinter diesen ganzen Statements schlechter Aufarbeitung stand ja eine Firma im Vordergrund, die kritisiert wurde. 5 Videos pro Woche am besten produzieren, immer mit den Produkten. 1200 Videos für die Company völlig umsonst. Wie ehrlich sind die Versprechen von More Nutrition? Und der Kritikpunkt ist eben komplett untergegangen, nur weil man nicht sauber arbeiten wollte. Und was meiner Meinung nach ein sehr interessanter Punkt ist, ist zu überlegen, wie kann sich Steuerung F aus dieser Misere noch retten? Steuerung F, unnormal unglaubwürdig, ne? Also wirklich. Haben sie überhaupt eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen? Und was sagt eigentlich Funk dazu? Und wie ernst kann man das Ganze... Ja genau, Funk ist quasi der Überbegriff so von der, also der Überfirmenname so. Du hast quasi von den öffentlich-rechtlich finanzierten Funk und Funk-Medienanstalt macht dann diese ganzen Unterkanäle. Da gibt's ganz viele. Und Funk geht halt so ein bisschen in die Richtung von für Jugendliche oder sowas. Sie nehmen, wenn schon vorher gesagt wurde, dass die Vorwürfe ernst genommen werden. Denn nach diesem Desaster stehen eigentlich alle Videos unter Generalverdacht. Das alles heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl Saschka. Aber um zu verstehen, was passiert ist, ist es natürlich notwendig, nochmal alles runterzubrechen. Keine Sorge, ich versuche es kurz zu machen. Steuerung F und das ZDF Magazin Royal haben eine gemeinsame Recherche zu More Nutrition gemacht. Eine Firma, die mit vielen Influencern zusammenarbeitet, welche auch oft in der Kritik stand und das auch beide Parteien hier kritisiert haben, nämlich die Werbemaßnahmen. Wir schauen das Video von Saschka an über Steuerung F. Die haben eine Reportage gemacht über More Nutrition. Wobei ich sagen muss, More Nutrition, ich weiß gar nicht, das ist nicht so gesund, ne? Das ist jetzt nicht sowas, was auch so Gym-Leute nehmen, oder? Namen, die seitens der Firma getroffen werden, durch Influencer. Auch haben sie einige Vorwürfe in den Raum gestellt gegenüber der Firma und Steuerung F hat hier ein deutlich längeres Video hochgeladen. Sie haben auch viel, viel mehr Aspekte reingebracht. Unter anderem haben sie mit Betroffenen geredet, hinterfragt, wie vorteilhaft diese Produkte beispielsweise für Menschen mit einer Essstörung sind. Sie haben auch mit einem Experten geredet. Sie haben in Frage gestellt, wie gefährlich die Erhitzung von Sucralose ist, also dem Stoff, der in den meisten Produkten von More Nutrition erhalten ist. Bei More Nutrition haben wir dazu keinen Warnhinweis gefunden. By the way, ne, ich weiß eigentlich heutzutage gar nicht mehr, also du kannst dich eigentlich auf gar nichts verlassen, was gesund ist oder ungesund ist, Bruder. Alles hat immer das, Bruder. Zuckerfreie Energy Drinks sind auch krebserregend, Bruder, keine Ahnung, niemand weiß Bescheid. Also im Endeffekt, du kannst eigentlich nur gesund leben, wenn du wirklich nur Fleisch und Gemüse isst, ne? Und das einfach so in der unverarbeitetsten Form, wie es geht, so wie ich das ja zum Beispiel mache. Ich kaufe mir zum Beispiel immer Fleisch, ich würze das selber, ich mariniere das selber. Dann nehme ich so Kartoffeln, würfel die so, dass ich so kleine, wie so Pommes halt so habe. Weißt du, Bro, das geht voll schnell, Digga, Kartoffeln, diese kleinen Kartoffeln kaufen, ja? Dann so einmal so
vierteln und dann mit Öl, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Heißluftfritteuse, zack, und dann noch so Karottenstift oder so und dann in den Ofen. Das ist gesund zum Beispiel. Da musst du keine Sorge haben, dass da irgendeine Scheiße passiert, ne? Und Marinade mache ich auch nicht mit Zucker, Digga, mache ich immer mit Honig. Der bessere Zucker. Ja, normal immer Frischfleisch und sowieso am besten vom Bauern oder so. Ja, da habe ich sogar eigentlich gute Connections. No cap, Digga, ich wohne ja auf dem Land, Bruder. Ich bin mit jeder Kuh per Du. Auf Nachfrage schreibt man uns, das BfR würde hier nicht die vollständige Datenlage berücksichtigen. Sie verweisen uns auf andere Studien, die behaupten, erhitzte Sucralose sei ungefährlich. Dabei haben sie unter anderem auch Rezo thematisiert. Also thematisiert ist eigentlich zu hoch gegriffen. Sie haben ihn erwähnt und auch angefragt für eine Stellungnahme. Dabei haben sie aber einige Fehlinformationen verbreitet, die Rezo in diesem Video aufgearbeitet. Bro, Rezo würde ich halt, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Steuerung F wäre und ich mache so ein Video, dann nehme ich doch nicht Rezo mit rein, der Typ, der dafür bekannt ist, jeden zu zerficken. Also sorry, aber so denk doch mal nach, so. Dann nimm doch irgendjemand, der so, ich weiß nicht, der so dumm und lost ist, Bruder. Wenn die mich so, stell mir vor, die hätten mich gefragt wegen irgendwas, Bro. Ich sehe so die E-Mail nach 3 Tagen. Bruder, perfekt. Hat. Dabei hat er aufgearbeitet, dass ihm zu wenig Zeit gelassen wurde für doch sehr, sehr spezifische Fragen, wo man sich hätte länger einlesen müssen. Außerdem zeigt er auf, dass das Video allgemein nicht sonderlich gut aufgearbeitet war. Es war relativ einseitig. Unter anderem wurden aber auch Fehlinformationen in Bezug auf Rezo verbreitet. Nämlich wurde gesagt, dass er sich von der Marke nach all den Vorwürfen nicht trennen würde, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt wussten, dass er nicht mehr mit der Marke zusammenarbeitet. Und zusätzlich dazu habe ich ihnen sogar gesagt, dass ich einen Aufhebungsvertrag gemacht habe. Ich bin sogar gerade dabei, einen Aufhebungsvertrag zu machen. Der Aufhebungsvertrag, was ich da noch nicht wusste, war sogar vor meinem Kontakt mit Steuerung F schon längst von allen Seiten gesigned. Also das war durch. Und der hat eben zur Folge, dass mein aktueller Vertrag bald endet. Und was macht Steuerung F aus diesen ganzen Informationen? Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von Moore. Okay. Hä? Hat meine Antwort dann nicht ins festgelegte Narrativ gepasst? Als Antwort darauf veröffentlichte Steuerung F ein Statement-Video, was leider nicht gut war. Sie haben neue Ausreden gefunden und teilweise weitere Lügen verbreitet, beispielsweise in Bezug zu der Kontaktaufnahme von Rezo. Und all das hat Rezo nochmal in einem Video aufgearbeitet. Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, warum Rezo sich... Warum heißt der Kanal von ihm Renzo? Okay. Das wäre schon mal interessant noch, warum er sich jetzt davon denen distanziert oder getrennt hat, die Partnerschaft beendet hat. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass es gesund ist, weißt du, wie ich meine? Aber das ist halt wieder die Frage, was ist denn auch gesund? Also so fast alles, was wir essen, ist halt ungesund, ne? Bis auf das, was ich jetzt halt eben gerade gesagt habe, so. So, ich weiß auch nicht, wie gesund Kreatin und sowas ist, wenn du es nicht jeden Tag nimmst oder so, ne? Oder EAA oder Proteinpulver, so. Bruder, keine Ahnung, was ist das? Was ist gesund? Was ist nicht gesund? Ich weiß es nicht. Rauchen ist nicht gesund. Rauchen ist nicht gesund, das weiß ich. Das weiß ich. Kiffen ist, glaube ich, ganz gut. Bro, welche Gym-Produkte sind wirklich gesund, die helfen sollen? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß nicht, sind Gym-Produkte so gesund oder nicht? Markus Rühl hat gesagt, wir wollen Muskeln aufbauen, nicht gesund leben. Arbeitet und dabei aufgedeckt, dass sie teilweise, ja, einfach gelogen haben. Unter anderem, das ist ein Punkt, der mich einfach am meisten schockiert hat, war, dass Rezo eben keine Zeit hatte, die Fragen zu beantworten, weil er zu dem Zeitpunkt zur Therapie musste. Sein Gegenüber hat ihm vorgeworfen, dass er das nur als Ausrede nutzen würde, um eben den Fragen auszuweichen. Im Telefonat mit Steuerung F wurde mir nämlich gesagt, ich hätte gelogen und dass ich das mit der Therapie nur als Ausrede benutzen würde und Fristen extra nicht einhalten würde, um Spielchen zu spielen. Das war auch der Augenblick, wo das Telefonat dann beendet wurde. Und dass mir sowas unterstellt wird, fand ich so schockierend unprofessionell, dass ich es auch per SMS danach angesprochen habe. Alle Videos, sowohl von Steuerung F als auch von Rezo, habe ich euch natürlich in der Infobox verlinkt, damit ihr es euch anschauen könnt. Ist halt, alles Blockbuster, also einen ganzen Abend könnt ihr damit auf jeden Fall verbringen. Das Interessante ist... Ja, Rezos Videos sind so krass, die sind auch so lang, ne? Der arbeitet das so gut auf. Ich weiß gar nicht, folge ich dem? Ich hoffe, ich folge dem. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, muss ich mal kurz... Ja, schau ich später. Dass Rezos Video rund 2 Millionen Menschen erreicht hat. Und natürlich auch Funk, die sich auch dazu in den letzten Tagen geäußert haben. Und neben einer Rechtfertigung bzw. Erklärung... Oh mein Gott, Bro.
was die jetzt für einen Aufwand haben. Was glaubst du, was da für Stress gab in der Abteilung? Weil die einem, weißt du was, weil die einfach nicht richtig gearbeitet haben. Wenn man das von Anfang an anders gemacht hätte, ja, dieses Video, Bruder, das wäre niemals passiert so. Die haben sich jetzt komplett geschadet, ne? Komplett. Was haben wir geschrieben? Unser Statement zu Rezos Vorwürfen gegen Steuerung F. Der YouTuber Rezo hat ein Video veröffentlicht, in dem er unseren Format Steuerung F journalistische Fehler vorwirft. Steuerung F hat darauf geantwortet. In einem neuen Video sagt Rezo jetzt, die Antworten seien unehrlich. Er wirft dem Format noch mehr Fehler vor. Es gebe Framing, Strohmann-Argumente, Widersprüche und Falschaussagen im Video. Unsere Haltung. Fehler sind menschlich, aber Fehler müssen richtig und transparent aufgearbeitet werden. Falls das hier nicht passiert ist, wäre das ein echtes Problem für uns, okay? Wir nutzen daher die Winterpause von Steuerung F und werden alle Vorwürfe mit dem Team im Detail prüfen und das Ergebnis veröffentlichen. Solange erscheint kein weiteres Video, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werden wir schauen, was wir ändern müssen, damit alle Journalistenregeln in jedem Fall eingehalten werden. Das ist eigentlich ein ganz gutes Statement von Funk an der Stelle. Also, die haben da jetzt eigentlich relativ sachlich drauf geantwortet. Also, so mehr kannst du nicht machen eigentlich, ne? Also, wenn die das jetzt wirklich so umsetzen, wie es da steht, dann nehmen die das ja auch wirklich sehr ernst. Also, liest sich jetzt zumindest so. Wobei mit dem letzten Satz dieses, werden wir schauen, was wir ändern. Ich weiß nicht, warum kommt mir das so vor, dass das irgendwie so bayerisch und unsachlich ist? So, na, dann schauen wir mal. Ja, irgendwie so schauen ist irgendwie so, ne? So, irgendwie, mach, Bruder, keine Ahnung. Gibt's nicht, wenn man sich jeden Tag die Eiweißshakes und EAAs und Kreatin reinballert? Das ist niemals gesund, aber muss nicht schmecken, muss wirken. Ja, gut, aber die Frage ist natürlich, wie ungesund ist das, ne? Also, ich glaube jetzt nicht, dass du dadurch früher stirbst. Wenn ich dadurch jetzt einen Monat früher sterbe, das ist verkraftbar, das kann ich ausgleichen. Punkt für einen Fehler, ebenfalls. Schon immer heißt, passiert einfach nicht. Hm. Ah, ja, ja. Hm. Da hatte ich mal einen guten Point dazu. Er sagten, dass sie die Winterpause von Steuerung F dazu nutzen würden, um alles aufzuarbeiten, was intern denn schiefgelaufen ist, ob eben Fehler vorliegen und dass sie zeitnah diese Ergebnisse veröffentlichen möchten, wenn welche vorliegen. Doch die Frage ist, wie geht es weiter? Einige fordern, dass der Kanal dicht gemacht wird, weil sie eben ihre Glaubwürdigkeit verspielt haben. Das ist auch unter anderem der Titel von... Ja, schon sehr... Also eine Steuerung F hat das schon oft sehr, sehr crazy verkackt. Mit ihrer Glaubwürdigkeit. Also die haben ihre Glaubwürdigkeit halt wirklich im Klo runtergespült. Ich meine es doch gar nicht böse oder sowas, aber wir haben schon ein paar Videos von denen angeschaut. Also da waren echt welche dabei, die einfach nicht gut waren. Also sorry, aber dieses eine Video, wo es darum ging, dass irgendwas sexistisch ist, weil es weniger Frauen als Männerklos gibt. Sorry, aber also das, ich habe noch nie sowas an den Haaren herbeigezogenes gehört. Da muss ich mich schon fragen, ne? Von Rezo. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte, denn es ist eben nicht das erste Mal, dass das bei Steuerung F passiert ist. Es ist nicht das erste Mal, dass es bei Funk passiert ist. Es gibt bereits diverse Reportagen und Dokus, nicht nur von Steuerung F, aber auch von Funkkanälen, wie beispielsweise das Y-Kollektiv, die kritisiert wurden. Beispielsweise die Alkohol-Doku, die relativ verharmlosend Alkoholismus dargestellt hat. Bro, die war so ein Banger, die Doku. Die Reporterin, die da mitgemacht hat bei diesem Social Experiment oder was das genau sein sollte, das war unnormal geil, weil das war nämlich einfach so, die sollte dann so auf Alkohol verzichten und die hat dann einfach wirklich so Sachen gedroppt, so boah, wenn ich jetzt meinen Freunden bin, dann macht das gar keinen Spaß mehr oder so. Und das war schon echt ein Brett, ey, dass sie wirklich gesagt hat, so, ja, wenn ich jetzt keinen Alkohol habe, dann kann ich mit meinen Freunden nicht so richtig entspannen und so und ich komme nicht runter und ich würde jetzt gerne was trinken und so. Bruder, die war einfach alkoholkrank und es ist einfach ein Fact, dass sehr viele von uns in meiner Generation ein Problem mit Alkohol haben. Also ich ja auch. Ich habe mich auch schwer getan aufzuhören und das ist halt nie gut. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Und ich habe immer noch so manchmal Feelings, wo ich mir denke, so, boah, jetzt ein Bier wäre halt schon krass und so würde ich mir schon reinpfeifen. So. Und ich weiß halt nicht, wie es ist, so, Bruder, wenn es jetzt Sommer ist und ich trinke wieder, trinke ich dann hart, trinke ich dann übertrieben, trinke ich dann wieder jeden Tag, verliere ich dann wieder komplett meine Form und gehe so komplett in diese Saufnische rein und mache dann über Winter wieder einen Cut und höre im Winter wieder auf zu trinken und mache dann da wieder Sport und, boah, keine Ahnung, ich habe da jetzt auch ein bisschen, Gedanken dazu und ich weiß halt immer nicht, also ich habe da eben schon Angst davor, ne, so rauchen habe ich aufgehört vor 4 Jahren, ich rauche auch nicht mehr, ich rauche halt immer nur alles, was halt keine Kippen sind so manchmal, also aber wirklich so selten,
Und da habe ich aber auch kein Suchtproblem so. Deswegen, ich frage mich halt voll oft, wie ist es, wenn ich jetzt eine Kippe rauchen würde? Einfach nur so just for the try. Was würde so mit mir passieren? Was würde in meinem Kopf so passieren? Würde ich dann so rausgehen und so sagen, so, scheiße, Bro, ich brauche jetzt noch mehr Kippen so? Oder würde ich sagen, so, okay, das war jetzt random. Ich habe aber gar kein Gefühl danach, dass ich das nochmal will und so. Ich weiß halt nicht, Bro. Also ich habe immer so das Gefühl, ich bleibe bei so Sachen schon gern mal kleben. Aber ich komme dann auch schon irgendwie wieder weg. Ja, das ist halt irgendwie so eine Sache, ne? Und ich bin's auch gespannt, wie es halt wird, wenn Cannabis legal ist. Weil ich sag's euch ehrlich, wenn es mit dem Führerschein gut geregelt ist, ich hab Bock auf Kiffen. Ich hab früher gekifft und früher war das echt eine nice Sache, so. Da gab's auch nie Probleme oder so. Also ich hatte nie einen Bad Trip auf Cannabis. Ich bin dann nie abgestürzt, es gab dann nie Stress mit der Polizei, es gab nie Stress mit den Eltern, es war nie ein Problem. Ich habe hin und wieder gekifft und das war alles in Ordnung. Und da hatte man eine nice Zeit und dann war es auch wieder vorbei. Und du hast ja halt keinen Kater oder sowas gehabt, du bist immer so ausgefadet. Und ich will das jetzt hier nicht fett andingsen so, aber so, ich fand das nicht schlecht. Machen wir Selbstexperiment. Wir machen ja eigentlich schon ein kleines Selbstexperiment zurzeit. Also, wie gesagt, ich mache viel Sport. Ich trinke keinen Alkohol, ich ernähre mich gesünder. Ich esse natürlich sehr, sehr viel. Also ich esse sehr, sehr viel Fleisch, sehr viel Reis und sowas. Also da esse ich sehr viel. Und ich mache einen Porno-Detox. Nebenbei habe ich das auch gemacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist auch Bullshit. Also ich schaue auch gar keine Pornos mehr an. Habe ich komplett aufgehört, weil es auch gar nicht gut ist. Aber das ist ein anderes Thema. Mal schauen, ob es da auch mal irgendwie Videomaterial dazu gibt, auf das wir reacten können. Aber ich sag euch, das ist nicht gut. Nein, normal, ich gehe noch zu KFC. Ich gehe gerne zu KFC, also das mache ich trotzdem. Jetzt halt nicht mehr jeden zweiten Tag so. Aber hin und wieder gehe ich ganz normal zu KFC, weil ich sag, das ist zwar jetzt ungesundes Essen, aber so wie ich mich zurzeit ernähre, ist es halt 30 Mal gesünder als davor. Deswegen ist das auch gar kein Problem. Und da hatte ich auch jetzt nicht so den Ding in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, gut, da schränke ich mich jetzt ein. So, vor allem auch von der Arbeit und so ist es normal, dass ich hin und wieder was zum Essen brauche auf schnell. Das ist zwar leider dann nicht gesund, aber dafür kann ich dann am Abend was Gesundes essen und so. Aber manchmal mittags brauche ich halt auch einfach schnelles Essen und dann wird halt auch meine Leberkässemmel gefetzt oder so. Und das ist jetzt auch nicht gesund, aber Bruder, das ist jetzt auch nicht so der Hauptding. Es geht halt wirklich darum, dass man generell besser ist. So, einfach nicht so fertig essen dann daheim. Weißt du, Bruder, so einfach so eine Fertigpizza reinballern ist halt Ass. Dann lieber daheim was kochen, so mit Reis oder so. Ja, ich koche ja viel selber daheim so. Und das macht schon mal viel aus. Ja, und nur Fleisch macht Fleisch. Und hin und wieder zu KFC zu gehen, ist jetzt auch nicht unfassbar schlimm. So, das sind immer die exzessiven Sachen. Alles, was du exzessiv machst, ist immer schlecht. Ist immer schlecht. Alles, was du exzessiv machst. Ja. Die Antifeminismus. Video driftet in eine komplett andere Richtung ab. Doku, die Aussagen der Protagonisten teilweise aus dem Zusammenhang gerissen hat. Ein weniger populäres Beispiel ist der Beitrag über E-Autos. Kann uns das Elektroauto noch retten? Ja, das ist die Ausgangsfrage einer Steuerung F-Doku über die Rolle von E-Autos für den Klimaschutz. Niemand Seriöses behauptet ernsthaft, das ist nicht gut, Bonser, dass E-Autos das Klima retten. Es geht einfach darum, dass sie besser fürs Klima sind als Verbrenner. Aber das ist noch nicht mal im Entferntesten die größte Unstimmigkeit in dieser Doku. Hier fand aber nachweislich eine einseitige Berichterstattung statt. Und das Ganze wurde nicht durch das Format oder Funk oder eben die Journalisten aufgearbeitet, sondern durch einen anderen YouTuber. Denn dieses Bild über die durch E-Auto ausgelösten Umweltkatastrophen ist, und das kann ich gut begründen, ziemlich einseitig dargestellt. Und das Ganze erst fast ein Jahr später. Zwar kommentierte er unter dem Video und sagte, hey, hier gibt es einige Unstimmigkeiten und so wie ihr das darstellt, stimmt es auch nicht. Doch leider kam keine Korrektur, weder in der Infobox noch in einem Kommentar oder in einem neuen Video, wahrscheinlich weil es einfach zu lange her war oder wahrscheinlich weil es für sie nicht relevant genug war. Ja, sehe ich genauso. Keanu hat einen guten Take. Es kauft ja auch in 10 Jahren keiner mehr ein Auto mit einer alten Batterie, die schon lange gebraucht wurde. Deswegen ist Elektroquatsch. Ja, das ist irgendwie das. Also diesen Weitblick haben ja wirklich echt fast niemand. Ne, das ist so sad irgendwie. Ich sehe das aber genauso wie Keanu. Das ist auch so ein Thema. Ich weiß auch nicht. Also das ist alles so verloren, Bruder. Das ist so verloren. Die Leute haben auch gar keine Ahnung von dem, was sie sagen. Ne, also das ist geisteskrank, das ist schon geisteskrank. Das macht mir Angst. Weil die Reportage ist natürlich noch online und Menschen, die vielleicht nicht auf das Video stoßen,
denken, okay, alles, was in dem Video gesagt wird, ist wahr. Müssen erst mehrere YouTuber oder am besten Rezo ein Video machen, wo alles aufgearbeitet wird und hinterfragt wird, damit es dann zu einem Statement kommt oder zu einer internen Prüfung, wo man sagt, okay, wir gucken mal, was hier schief läuft. Und warum scheint es so, dass die Funkformate wie Steuerung F, Y-Kollektiv überhaupt so fehleranfällig sind? Das Y-Kollektiv betitelt sich selbst als nicht immer neutral. Wurde Y-Kollektiv nicht aufgelöst, by the way? Y-Kollektiv besteht aus jungen Journalisten und Reportagen. Aber dafür ehrlich, als ehrlich und ungeschönt. Wer will denn ein Auto von heute in 10 Jahren kaufen? Das ist ja nicht wie ein Verbrenner, der, sag ich, 100.000 Kilometer 100.000 Kilometer runtergabt. Aber trotzdem super, der ist Batterie ist, dann hat er auch Fleisch. Okay, der Satz hat mir irgendwie einen Stroke gegeben, aber ich glaube, ich bin einfach zu blöd zum Lesen. Ja, Autos, also Bruder, ja, das ist ja genau das, also Autos können, also Verbrennerautos kannst du halt viel länger nutzen, so, ne, das ist halt ein Fact und so. Ich habe das schon mal gesagt in dem Stream. Das Ding ist, wenn du heute Deutschland wegmachst, so, Bruder, Deutschland ist einfach nur noch ein Wald, so, okay, das würde am Klimawandel nichts ändern. Das heißt, die Leute, die hier leben, könnten genauso weiterleben wie davor, auch ohne E-Autos. Und diesen Einfluss, den wir haben auf den Klimawandel, ist halt so unnormal gering. Da muss man an ganz anderen Stellschrauben drehen. So, weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt nicht, das ist kein Deutschlandproblem. Das ist ein Weltproblem. Und da ist halt China ganz gefährlich mit so Geschichten wie CO2 und aber da, also, dass man halt in Deutschland dann immer so Welle schiebt, ne, und sich auf die Straße klebt. Ja, zum Glück hat das auch wieder aufgehört. Die haben es vielleicht auch langsam gecheckt, dass das eine so semi-gute Idee vielleicht war. Naja. Ich warte nur darauf, dass sie sich wieder irgendwo hinkleben. Na, ist mir auch egal eigentlich. In Amerika hat einer welche erschossen, ne? Das ist genau das, was ich gecallt habe, ganz am Anfang, dass da irgendwann Leute sterben. Was ist passiert? Festgeklebt. Was ist Amerika, Digga? Der hat halt die Glock unterm Sitz und hat die da einfach erschossen. Der hat die einfach erschossen, Digga. Sah einfach auch aus wie so ein Weihnachtsmann, der Typ, Digga. So ein Weihnachtsmann, Goofy, in Amerika hat einfach so Klimakleber erschossen. Also das ist wirklich... Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Und präsentiert sich auch Steuerung F. Ehrlich, ungeschönt, ihre Recherche ist die Geschichte. Wir von Steuerung F beleuchten die spannendsten Themen, decken auf und informieren. Aber die Geschichte ersetzt nicht immer die Recherche. Man benötigt Faktenchecks, objektive Berichterstattung und im besten Fall ausgebildete Reporter, Journalisten, die sich eben nicht an den Boulevardtricks bedienen. Denn man sollte einfach im Kopf haben, hey, das sind die Öffentlich-Rechtlichen und nicht die Bild. Bereits mehrere Interviewpartner haben sich nach einer Reportage beschwert, dass sie falsch dargestellt wurden und ihre Sachen aus dem Kontext gerissen wurden. Eine konnte es nachweisen, indem sie mitgeschnittene Aufnahmen veröffentlichte. Die Reaktion der Journalistin. Wie reagieren wir auf den Mitschnitt, den Marceline vom Interview gemacht hat und den Vorwurf, wir würden die Unwahrheit behaupten? Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass eine solche heimliche Aufnahme in Deutschland strafbar ist. Es scheint so, als ob sie bewusst die Sympathie... Ist das strafbar? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ja, aber Bro, weißt du, ganz ehrlich, das ist so ein Goofy-Argument. So, Bro, natürlich, Bro, sie macht einen heimlichen Mitschnitt. So, man muss eigentlich sagen, Gott sei Dank hat sie das heimlich mitgeschnitten, weil sonst kannst du es einfach nicht beweisen, so. Wobei, eigentlich müsstest du schlau sein und sagen, von Anfang an, ich würde das auch für mich mitschneiden. So, weißt du, wie ich meine? Sofort von Anfang an, aber dann, ja. Naja, Bro, bin kurz für... Jo, alles klar, Keanu, bis später. Die verspielen wollen. Zwar sagt beispielsweise Steuerung F, dass man Dinge hinterfragen muss, von Rezo als auch von ihnen. Am Ende bleibt, schaut weiter bei allem, was ihr auf YouTube seht, kritisch hin. Bei uns, bei Rezo, aber auch bei More Nutrition, um die es ja eigentlich gehen sollte. Wenn man es aber More Nutrition, richtig gut aus der Sache rausgekommen eigentlich, ne? Die hatten gar kein, das war gar kein Thema mehr, so ob das jetzt gut oder schlecht ist. So einfach, ja. Tatsächlich tut, dann sehen sie ziemlich blöd aus. Wo sich auch die Frage stellt, inwiefern wollen sie denn, dass man das überhaupt hinterfragt? Und wo landen wir, wenn wir wirklich alles hinterfragen müssen? Verstehe mich nicht falsch. Ich bin wirklich Fan davon, dass wir Dinge hinterfragen und auch ich hinterfrage gerne und schaue nochmal gerne nach, okay, was ist denn da dran? Vor allem im Zeitalter von TikTok, wo Leute das wirklich als Quelle nutzen und rund ein Fünftel der Nutzer nutzen die Plattform als Nachrichtenquelle, finde ich es umso wichtiger, dass man den Leuten sagt, hey Leute, bitte hinterfragt das.
da kommen echt viele, viele Sachen so. Also das merke ich auch sehr oft, dass da ist manchmal der Ort, wo ich als allererstes von irgendwas höre. Weil dieser Algorithmus natürlich, der ist schlau, Digga, der pusht ja sowas dann unnormal. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hier die neueste Info hast, zum Beispiel jetzt hier, Monte hat Zuschauerin geschwängert oder so, wenn das jetzt eine News wäre, die irgendwie in die Welt gesetzt werden würde, das würde sich ja so krass verbreiten auf TikTok, wenn das jetzt so ein Video geben würde. Weißt du, wie ich meine? So, und wenn das jetzt fake wäre, dann würden das erstmal alle glauben. Das ist so krass. Und das mal runterzubekommen, dann sowas, also das ist ja was anderes nochmal, ob du ein Video machst, was Falschinformationen beinhaltet oder so, ne, wenn du einfach so gegen die Richtlinien verstößt oder zum Beispiel irgendwie Titties oder sowas zeigst, ja, das wird dann schnell gebannt, aber so Sachen wie sowas, so Falschinformationen, ich glaube, sowas bleibt teilweise richtig lange online. Na, gut, ne? Glaub nicht immer alles und diese 10 Sekunden, die ihr auf TikTok seht, das ist nicht immer die Wahrheit, was ihr da seht, ne? Quelle TikTok funktioniert nicht immer. Und laut einer Umfrage genießen die Öffentlich-Rechtlichen ein besonders hohes Vertrauen. Und auch ich bin der Meinung, dass, weil eben ein paar Formate Dinge falsch machen, muss man eben nicht alles unter Generalverdacht stellen und niemandem mehr glauben. Bei dem Online-Angebot ist es mehr als jeder Zweite, der den Öffentlich-Rechtlichen eine Glaubwürdigkeit beimisst. Umso gefährlicher ist es eben, wenn man bei einem besonders hohen Vertrauensstatus so schlampig arbeitet. Vielleicht ist das auch ein wenig die Konsequenz daraus, wo man denkt, naja gut, die Leute glauben das ja eh. Deswegen ist es dann in Ordnung, wenn wir vielleicht Menschen falsch darstellen, die Sachen vielleicht aus dem Kontext reißen und einfach sagen, ja, der wollte sich nicht dazu äußern. Die Formate von Funk werden in Frage gestellt. Ist das wirklich Journalismus oder handelt es sich um eine neue Form von Journalismus, der mit dem klassischen nicht viel gemeinsam hat? Zu subjektiv, zu einseitige Themenwahl, zu viele Wiederholungen, Themen, die nah an der Jugend sind. Drogen, Thema Geschlechtsverkehr, Thema Geschlecht, persönliche Themen und alles aufgearbeitet in einem modernen Stil. Im Vergleich zu klassischem Journalismus kommt es eben nicht so oft vor, dass, wenn die Formate in der Kritik stehen, sie einfach ein Statement-Video raushauen. Und das ist tatsächlich des Öfteren bei Kanälen von Funk vorgekommen. Also auch hier wird sich den YouTube-Standards angepasst. Es ist in Ordnung, wenn man ein Statement raushaut. Man muss nicht alles immer in einem angepinnten Kommentar machen. Aber dann soll man auch dabei bitte sachlich bleiben. Denn teilweise kommt es manchmal wie eine Stichelei rüber, wie manche Sachen rübergebracht. Ja, das finde ich auch, man, das kommt wirklich so ein bisschen werden. Das ist schon irgendwie ein bisschen drüber. Aber ist es mittlerweile zu nah, zu unprofessionell oder sogar kein Journalismus mehr? Denn bei den ganzen Fehlern der schlechten Recherche oder der einseitigen Berichterstattung geht der eigentliche Punkt verloren, nämlich das ursprüngliche Thema. Bleiben wir bei Rezo und Steuerung F. Die Kritik galt More Nutrition. Menschen und deren Methoden, wie sie dafür werben. Ob das Ganze wirklich so förderlich ist für Menschen, die an einer Essstörung leiden. Alles Punkte, die legitim waren, die man sehr wohl hinterfragen konnte. Doch statt den Fokus auf eine saubere Arbeit zu legen, machten sie es sich zur Aufgabe, unbedingt erzählen zu... Yo, was geht, Bro? Auch am Start, Bruder. Wie geht's dir? Alles gut? Müssen, dass Rezo eben keine Fragen beantwortet hat oder eben auch sich nicht von der Firma trennen wollte, trotz der ganzen Vorwürfe. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon wussten, dass es nicht stimmt. Aus diesen ganzen Videos, dieser Debatte, dieser riesigen Reichweite, bleibt nichts anderes übrig, als dass Steuerung F schlecht gearbeitet hat. Die Kritik... Jo, alle... Hey, warum sagen wir mal, ich sehe fertig aus? Wie seht ihr denn aus? Die Leute sagen immer, ich sehe fertig aus, Bruder. Ich schaue mir einfach gerade ein Video an. Ich schwöre, Bruder, jedes Mal, ich sehe doch nicht fertig aus, Digga. Das eigentliche Thema gegenüber einer Firma, gegenüber Methoden etc. etc. geht verloren, weil man es sich unbedingt zur Aufgabe machen wollte, ein Feindbild zu schaffen. Denn warum setzt man so viel aufs Spiel und denkt dann, naja gut, da wird er schon nichts sagen. Und warum haut man dann noch ein Statement raus, wo man dann noch mehr Sachen anders darstellt, als sie ursprünglich waren? Wofür das Ganze? Vielleicht um das Thema krasser darzustellen, als es ist. Vielleicht haben sie keinen Durchblick. Vielleicht... Ich glaube, die sind einfach triggert und wie so kleine Kinder, wollen da einfach rumheulen und dann so sagen so, ja, aber der hat das und das gesagt. So kommt es für mich rüber. So, Bro, die können einfach auch mal einräumen, dass sie einfach scheiße gearbeitet haben. Weißt du, wie ich meine? Aber nein, man muss dann, man soll sagen, ja, mit der hat der und das gemacht. Und dann geht es ewig so weiter. Ich
Was ist so systemlos? Möchten Sie aber auch einfach an einem Feindbild weiter festhalten und wir möchten keine verschiedenen Perspektiven. Bitte laber uns nicht rein, okay? Durch diese Methode. Das ist diese einseitige Sache. So. Das ist so schlimm. Durch diese Statements, die dann im Nachhinein kommen, denkt man nicht, hey, das sind ja professionell ausgebildete Journalisten, die wissen, was sie tun, sondern man denkt sich, was sind das für YouTube-Lyrics, die nicht richtig recherchieren können? Und ich glaube, das ist auch das Problem an den Formaten, denn man möchte nah an den Zuschauern sein. Ich finde, man merkt das an der Handhabung, wie sie das machen. Es ist eben nicht wie das klassische Fernsehen. Und die jungen Leute befinden sich nun mal größtenteils auf YouTube, TikTok und Instagram. Ja, Bruder. Boah. Was? Durchschnittsalter der Zuschauer? Bruder, 65. 65, Digga, beim ZDF. Was ist denn da los? Jo, 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 Alter. Okay, ist schon wirklich, also, aber, ne, also, ich kenne auch niemand, der noch Fernseh, also, ich kenne niemand, der Fernseh schaut noch so. Ich hab nicht mal den Anschluss dafür. So, mein Fernseher, der hat, ich habe gar nicht die Möglichkeit, mir sowas anzuschließen. Vor allem, weil ich auch sag, so, warum sollte ich das dann anschauen? So, was interessiert mich denn, was so, was im Fernsehen läuft? So, gar nicht. Oder lass mich Anime schauen. Und da versucht man eben durch spannende Themen, vielleicht reißerische Titel und einen spannenden Aufhänger, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, auch bei Funk. Die Ziele waren immer sehr hoch gesteckt und man musste sich übermäßig anstrengen, um die zu schaffen. Und es hat echt nicht wirklich Spaß gemacht, unter so viel Druck zu arbeiten. Von wem ist denn das Video? Warum verlassen alle Funk? Ex-Funk-YouTuberin lästert ein bisschen. Lästert ein bisschen, okay. Ja, aber warum wundert es schon wieder eigentlich nicht, dass das immer so irgendwas mit Druck zu tun hat, so, ja, wir müssen das und das raushauen, so, ach Bruder, das ist doch scheiße. Eine Zeit lang kann es ja funktionieren, um zu motivieren, aber man hat halt einfach Angst, dass die dann deinen Kanal nicht weiter fortführen. Deshalb passt sich auch der Journalismus an. Nicht neutral, aber ehrlich. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eigentlich ziemlich komisch. Das sind keine Meinungs-YouTuber, das sind keine normalen YouTuber, das sind ausgebildete Journalisten, die das studiert haben. Ja, merkt man auf jeden Fall. Und die genau wissen, wie eine saubere Reportage abläuft. Natürlich kann man nicht immer Dinge objektiv darstellen, wenn es um persönliche Sachen geht, aber das heißt ja nicht, dass man Sachen komplett verdrehen muss. Das ist nicht die Konsequenz daraus. Nur weil man nah an den Zuschauern sein möchte. Das ist fatal für die Öffentlich-Rechtlichen, welche wieder mal in der Kritik stehen. Und das Problem ist eben, dass ich auch kein Fan bin von Verallgemeinern. Ich möchte mich aber nicht wieder hinstellen und sagen, naja gut, aber dafür haben die ja diese coolen Formate und so, weil es in diesem Punkt nicht mehr aufgeht. Das muss man einfach individuell betrachten und wenn es das erste Mal war, okay. Aber wenn man auch noch so ein Statement raushaut, wo man all diese Sachen da rausposaunt und so tut, als ob die wahr wären, dann geht das auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Fehler auch notgedrungen entstehen, weil es eben so eine Bandbreite an Kanälen gibt, die aber auch ihre Vorgaben haben, um bei Funk... Das sind ja unnummer viele... Cold Mirror? Ach, stimmt. Mädelsabend. Da gibt es ja ganz viele interessante Sachen. Mr. Wissen to Go ist auch finanziert. Okay. Ah, auf Klo, da. Ah, Bruder, hier. Da sind auch die zwei, die diesen einen TikTok-Kanal hatten, der einfach so eingestampft worden ist. Boah, was haben die da für einen Schmarrn erzählt auf dem. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Digga. Dieser TikTok-Kanal, der war so. Boah, ich hab den so gefeiert, ey, das war so witzig, was sie da von sich gegeben haben, ne? Ja, also dass der eingestampft worden ist, das war wirklich absehbar. Durchzuhalten. Aber der Journalismus darf nicht leiden, nur weil ein paar Kanäle entschieden haben, dass sie nicht neutral sein möchten. Also nicht immer. Es muss nicht alles immer reißerisch oder dramatisch sein, um ein gutes Video abzuliefern. Und das sollte auch nicht der Anspruch sein, nur weil es vielleicht am Ende nicht ganz genau so rauskommt, wie es sich möchten. Und sie dann einfach noch so ein bisschen daran drehen, nicht ganz genau so rauskommt, wie es sich möchten. Und sie dann einfach noch so ein bisschen daran drehen, damit es vielleicht doch cooler rüberkommt. Das kann nicht der Anspruch sein. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht ist, was Funk will, sondern dass es am Ende immer die Formate natürlich auch selbst entscheiden. Aber was sind denn jetzt die Konsequenzen für Steuerung F? Und wie sollen sie es schaffen, ihre Glaubwürdigkeit zurückzubekommen? Oder eher... Gar nicht. Ja, können sie es überhaupt noch schaffen? Zuallererst ist es natürlich schwierig davon... Würdest du es auch gar nicht schlimm finden oder übertrieben, wenn der Kanal jetzt einfach dicht gemacht wird. Wäre es auch nicht
Wäre jetzt nicht der größte Fehler, so ganz ehrlich. Sorry, aber das war einfach nur. Also was da alles hochgeladen war, ich kann es nicht oft genug betonen. Bisschen viel Schmarrn. Wir sprechen, dass ein ganzer Kanal dicht machen soll, weil hinter den verschiedenen Reportagen bzw. den Berichten eben verschiedene Personen stecken. Es sind nicht immer die gleichen und das kann man in der Beschreibung einsehen, wer daran mitgearbeitet hat. Problematisch ist aber, dass durch diese Vorkommnisse eben der ganze Kanal gebrandmarkt wurde und man quasi bei jedem Video nun hinterfragen muss, ist denn das Ganze richtig recherchiert worden und findet hier eine einseitige Berichterstattung statt? Und kann man dem Ganzen glauben? Viele Menschen haben nicht die Lust, jede Kleinigkeit zu überprüfen. Sie verlassen sich aufgrund der Vergangenheit beispielsweise darauf, dass sie eben sauber arbeiten und man dem Ganzen glauben kann. Ein wichtiger Schritt, den eben Funk schon getätigt hat, ist zu sagen, okay Leute, wir werden jetzt alles aufarbeiten, wir werden gucken, was da jetzt falsch gelaufen ist. Das haben sie auch schon einmal gebracht bei Offen und Ehrlich. Auch hier gab es Probleme. Auch mit Rezo. Daraufhin wurde intern geprüft, okay, was ist hier schiefgelaufen? Auch dieser Kanal hat ein Statement veröffentlicht und konnte danach ganz normal weitermachen. Die Konsequenz daraus war aber tatsächlich, dass sie nicht mehr an die ursprünglichen Zahlen anknüpfen konnten, aber sie konnten weitermachen und haben immer noch regelmäßig Die fanden jetzt eine unnormal clickbaity aus. Was geht denn da ab? Zuschauer. Das heißt, wenn man das Ganze ehrlich aufarbeitet und sich vielleicht auch entschuldigt, dann besteht die Möglichkeit, dass sie wieder zurückkommen. Hängt aber auch davon ab, wie sie es in Zukunft machen würden, wie transparent sie sind, mit welchen Quellen sie arbeiten. Und gerade bei diesen Reportagen muss man einfach wirklich sauber arbeiten. So wie ich das auch aus dem Video rausgehört habe, steht immer noch ein Treffen mit Rezo an. Die einzige Möglichkeit in meinen Augen ist, sich alles einzugestehen, sich aufrichtig und ehrlich bei Rezo zu entschuldigen. Nicht nur bei Rezo, sondern auch bei der ganzen Zuschauerschaft, warum man es für nötig gehalten hat, Kleinigkeiten zu verdrehen. Und werden sie wahrscheinlich machen müssen am Ende des Tages. Gehe ich stark davon aus. Dadurch das ursprüngliche Thema in den Schatten zu stellen. Und vor allem sollte man meiner Meinung nach einfach aufhören, ein auf cooles, nahbares Format zu tun, was die Jugend erreichen möchte, sondern einfach klassischen Journalismus machen. Ihr könnt ehrlich sein, ihr könnt spannende Themen machen und so weiter und so fort. Aber macht es doch einfach sauber. Denn dass ständig YouTuber eingreifen müssen, um aufzuzeigen, okay, hier und hier und hier und hier ist was falsch gelaufen. Was soll das? Das kann es nicht sein. Aber was denkt ihr? Hat Steuerung F noch die Chance, sich zu erholen und wiederzukommen? Und wenn ja, was müssten sie eurer Meinung nach tun? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz schnell wiedersehen beim neuen Video und zwar nächste Woche. Mua! Chill mal, Bro.